Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Nicht Remake, das Original, weil es gibt kein Remake. Genau, das ist richtig. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass die wirklich ein Remake dazu machen. Ich meine, braucht's ja nicht. Moment mal. Hier war die die Bahn war ja auf der anderen Seite, ne? Ja, ja. Deswegen mussten wir da durch die scheiß Container. Was war das? Ich will es gar nicht wissen. Einfach weg. Einfach. Jetzt machen wir endlich mal dort weiter. Nach dem krassen Bosskampf im letzten Part. Nach verschiedenen Sachen, die eigentlich im letzten Part passiert sind. Ich meine, wir haben Krausler gesehen. Wir hatten diese Containerstelle und wir hatten dieses Vieh. Was auch noch attackiert hat. Laufe ich gerade überhaupt richtig? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin richtig. Was hab ich eigentlich noch? Sehr viel. Also habe ich noch gut Schuss. Ah, es geht so, ne? Es geht so. Okay, ja, das ist gut. Wir sollten eigentlich bald bei Ende sein von 5-3. Und falls ich noch nicht gesagt habe, es tut mir leid, dass der letzte Part so lange ging. Das war nicht so geplant. Ich habe einfach nur die Zeit vergessen. Die Waffe gibt einfach einen Fick auf die Gegner. Oh nein, ich habe nur 4 Schuss. Das ist voll geil. Die macht die einfach One-Hit, die Gegner. Jetzt kommt, jetzt brauche ich endlich mal Magnum. Davor habe ich nie dieses Magnum gebraucht, weil ich nicht mal wusste, dass die das hat. Und jetzt brauche ich das und krieg's nicht. Wow. Das ist super. Oh, das sind falsche Knopf. Ich bin so dumm. In letzter Zeit bin ich echt total dumm wieder in dem Spiel. Obwohl ich eigentlich schon echt 11 Stunden Spielzeit habe, das habe ich gerade nochmal nachgeguckt. 11 fucking Stunden. Nach dem Part sind es auf jeden Fall dann 12 Stunden. Ist krass, oder? Hat sich meistens gar nicht so lange angefühlt. Aber die Kapitel sind auch lang. Also zumindest immer die ersten von einem. Die sind mir immer mega lang. Aber ja, klar, macht doch irgendwo Sinn. Eine Tür in einiger Entfernung, ich muss einen Weg dorthin finden. Ah, dann gibt es wahrscheinlich hier noch was. Irgendwo vielleicht eine Leiter, wo ich hochklettern kann oder irgendetwas. Da komme ich doch her. Nein, oder? Sag jetzt nicht, dass ich da erst gar nicht hätte runterspringen müssen. Okay, doch. Oder? Doch. Okay, gut. Sonst wäre das jetzt echt ein bisschen lame gewesen. Natürlich, ich habe keinen Schaden bekommen, aber trotzdem. Ja, halt schade um die Schuss gewesen. Warte, vielleicht gibt es hier auch irgendwo einen Weg. Nee, hä? Da ist Stachel dran wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Jetzt sind wir hier auf einer Militärinsel. Also wir haben angefangen in so einem alten Dorf und jetzt sind wir auf einmal bei der Militärinsel. Okay, dieser Teil ist auf jeden Fall der interessanteste. Und wir waren auch noch im Schloss. Das Schloss darf man auch nicht vergessen. Das Schloss fand ich sogar am schlimmsten. Also das war nicht. Das war echt mega nervig einfach. Mit den ganzen Gegnern. Wo soll ich denn lang? Also ja, offensichtlich da lang, aber da geht's nicht. Ja, warte mal. Da gibt's irgend so ein Hole. Nee, da komme ich aber ja gar nicht.
Warte mal kurz. Lol, was? Das habe ich einfach voll übersehen. Ja, okay, hätte ich halt bis auf die Karte geguckt, ne? Meine Schuld. Oh ne, komm, da benutze ich mal meine TMP ein bisschen. Ich will hier nicht ganz verschwinden hier jetzt den geilen Revolver. Außer ich bekomme wieder Magnum-Schuss, aber bisher habe ich halt. Oh! Ach, hier ist das Safe Room. Okay. Und hier sehen wir es gleich auch wieder. Was ist das? Krausers Nachricht. Offenbar hat Zettler mich von Anfang an durchschaut. Mir ist es zwar gelungen, Ashley zu entführen, aber ich habe gleich gemerkt, dass Zettler mir nicht ganz vertrauen wollte. So hatte ich keine andere Wahl, als die Frau um Hilfe zu bitten. Vielleicht wurde sie von vornherein, dass es so wusste sie von vornherein, dass es so kommen würde. Ich spürte, dass sie anderes bezweckte als Wesker und ich, das ist die Gelegenheit, es herauszufinden. Und wenn ich Leon beseitige und die Probe bekommen habe, stecke ich sie mit Leon in den Leichensack und schicke sie beide an Wesker. Ah, natürlich arbeitet er mit Wesker zusammen, waren beides Arschlöcher. So. Das klingt ziemlich nach einem Bosskampf. Deswegen. Warte, ist die Magnum? Ne, die ich nicht Magnum, das ist 9mm alles, ne? Für 9mm habe ich halt fast gar nichts. Striker. Ja, das war halt wieder die Weitschusswaffe, die fand ich aber echt nicht gut. Also die hatte zwar gut, die hatte zwar Schuss, aber jetzt auch nicht so viel, ne? Zielfernrohr, halbautomatisches Sturmgewehr. Warte mal, vielleicht können wir auch aber tunen. Broken Butterfly. Kapazität, es bringt uns zwar nichts. Eigentlich. Weil wir eh kein Schutz haben. Muss ich jetzt da rein? Ja. Das muss ich. Cool. Nein, da muss ich nicht lang. Das ist nur hier so. Schützwettbewerb wieder. Oder halt kein Wettbewerb, aber halt zum Schießen üben, ne? Ja, nee, das kann ich jetzt nicht. Das habe ich schon einmal gemacht. Hat eigentlich schon Spaß gemacht, aber. Ach so, hier gibt es eine Leiter. Ach so. Na gut. Macht dann wohl Sinn, was? Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wir schreiten durch diese Tür. Ah, das sieht ziemlich aus wie ein Kampf. So, aha. You two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? No. She's beyond that gate. Oh, ich will's aber nicht sehen. But you'll need three insignias to open it. Oh. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north. Okay. And the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Oh mein Gott. Sounds like you thought this one out pretty well. Oh mein Gott. Der Rapkorn. Okay. Och nö, jetzt habe ich das gerade komplett übersehen. Der ist einfach von der Ecke gekommen, der hat mich gerade zu Tode erschrocken. Auch irgendwie zwei Pick'em Events oder was? Woher soll ich das denn wissen?
Schieß von da oben. Alter. Oh Mann, das bringt ja fast gar nichts. Oh, you actually did. Oh fuck, now you got me off guard, man. Ich dachte, kommt in den Quicktime Event wieder. Oh Mann, Alter, ich bin fast tot. Der macht doch gerne mal die Quicktime-Events. Okay. Okay, einen haben wir. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Whoa! Whoa! Boah, okay, jetzt hatte ich gerade Glück. Okay. Komm schon, verpiss dich mal wieder. Boah! Just stand there. Come out and fight like a man. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Der schießt jetzt. Ja, ich wusste es. Lieber ein Quicktime Event, ganz ehrlich. Oh, der hat seine Mütze verloren. Das wird jetzt. Jetzt hast du keine Mütze mehr, jetzt hast du keine Persönlichkeit mehr. Oh ja, komm. Wie sieht's denn mit meinen Heil-Items? Oh ja, so sieht sowieso nichts damit gut aus. So. Okay, warte, ich gucke mich hier mal ein bisschen rum. Noch Sachen rumliegen, ja gut. So, Munition ist auch sehr wichtig, aber ich brauche jetzt erstmal Heilung. Beziehungsweise ich will halt, ja, guck mal hier, perfekt, das passt doch schon mal. Dann habe ich nämlich zwei dieser hier, zwei Heilungsgegenstände, die mich gut safen können noch. Der macht keine halben Sachen, der gute Krauser. Ich fehlen immer noch zwei dieser Innen. Von einem müssen wir den besiegen, natürlich, ist klar. Ah, okay, ich sehe schon. Nein, okay, diese Resident Evil 1 Rätsel mag ich jetzt aber nicht hier so. Ich habe halt echt Angst, dass der 2 wiederkommt. Ich einfach mal kurz von hinten abschmetzelt. Ich weiß halt nicht, wie weit er das immer schiebt. Ach, da hat sich jetzt was geöffnet. Ja, offensichtlich, das ist immer auch Alex. Hier hinten was. Ja. Mann, ey, das kam so aus dem Nichts. Oh, geh weg jetzt. Komm schon, verschwind wieder mit einer Blendgranate. Danke.
Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Warum setzt er hier jetzt so Wallys ein? Oh. Au! Ey, ich komme hier nicht weg. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Den hatte ich auch zu tun. What the fuck? Oh nein. Das ist jetzt fies. Aber warte mal, vielleicht soll man da auch rein. Das kann auch sein. Und ich glaube, irgendwo eine lag noch auf dem Turm. Vielleicht ist ja dieser Turm sogar. Kann schon sein. Da unten öffnet sich wahrscheinlich dann. Da liegt ein Stuff rum. Ja, grünes Kraut, aber das kann ich leider. Kann ich das nirgendwo kombinieren jetzt. Das sagt. Oh, warte, Magnum habe ich jetzt hier wieder. Das lag doch irgendwo hier, glaube ich, oder? Ja, da lag es gerade. Ich suche jetzt gerade nur noch Items. Des heiligen Tiers Adler. Ja, jetzt muss ich kämpfen. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Hä, keine Waffen? Okay. Was? Oh nein. Ist natürlich auch so ein Mutant natürlich jetzt. Oh, Resident Evil, warum? Gibt es keine normalen Menschen wieder? Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Ich bin ausgewichen. Oh nein. Mit Zeitlimit. Oh Gott. Na! Ich weiß gerade gar nicht, mache ich gerade überhaupt was richtig oder bin ich gerade hier komplett am Kacken? Okay, erstmal pfeife ich mir hier das hier rein, weil das bringt eh nicht so viel. Warte. Ich könnte natürlich versuchen, ob das den direkt tötet, aber ich probiere erst mit dem Minenwerfer. No, wo schießt sie denn hin? Oh. Geh weg! Ich hab die ganze Zeit verkackt. Ich habe noch mal die Granate. Dich auch verfehl! Kann ich überhaupt irgendwas? Oh, ich brauche erstmal eine Blendgranate, damit ich an dem vorbeikomme wieder. Na, ich bin jetzt voll eingeengt. Wow, Blendgranate, okay, aber. Ja, toll, weil er jetzt hier diese Picktime-Event scheiße gemacht hat, konnte er sich jetzt daraus befreien. Oh, ich muss nicht heilen. Ja, mit dem grünen Kraut würde ich mal sagen. Ja. Ich könnte es versuchen, theoretisch. Aber ich weiß halt nicht, wenn es den jetzt nämlich nicht direkt killt, dann habe ich verkackt. Oh nein, jetzt genau in dem Moment. Oh nein, das hat gar nichts gebracht. Was macht der denn da? Ja.
habe halt fast echt gar nichts mehr. Handgranate vielleicht noch. Die soll jetzt mal treffen. In der Zeit kann ich mir jetzt MP haben. Ja, nein. What the fuck? Der kommt immer so nah. Das bringt gar nichts. Versuch's jetzt mal. Es hat nur mir Schaden gemacht. Ich hab's komplett verkackt, den Kampf. Ich hab den Kampf sowas von verkackt. Da gibt's jetzt keine Widerrede mehr. Den habe ich komplett verkackt. Lass mich dich doch rausnocken, Mann. Ich hab nur... Ja, ich bin sowas von am Arsch. Ja! Aber das ist leider zu spät. Ja, jetzt habe ich ihn zwar getötet, aber ich habe nur noch 20 Sekunden. Und die und es läuft einfach, der Zeitlimit läuft einfach immer noch ab, während ich alle Animationen hier gerade mache. Ja, das war's. So, vielleicht. Oh, das Zeitlimit ist weg. Mach doch noch die. Lass mich da durch. Habe ich geschafft. Oh mein Gott. In der letzten Sekunde. So ziemlich die letzte Sekunde. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bin ich gerade glücklich. Ich bin so scheißegal, dass mir jetzt mein Raketenwerfer weg ist. Immerhin, ich hab's geschafft. Aber ja, ich hab den nicht mal damit getroffen. Wir sind jetzt 5-4. Ja! Okay. Leute, weiter geht's im nächsten Part von Resident Evil 4 im vorletzten Kapitel. Und ciao.